Hey Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video seht ihr es schon und ich habe es auch schon im Eventwochenvideo von GTA bereits angekündigt. Es soll mal hier um die PlayStation 5 Pro gehen. Ja Leute, ich habe sie mir geholt, auch wenn der Preis relativ hoch ist zu Anfang und ich euch auch nicht unbedingt empfehlen würde, die euch gleich zu holen, sondern da nochmal ein bisschen zu warten, da es bis jetzt auch nur einige anoptimierte Spiele gibt, aber hinsichtlich zu dem Release nächstes Jahr von GTA 6 ist natürlich auch die Frage, wie gut wird GTA 6 auf der PlayStation 5 Pro sein, und da denke ich, ist es ganz gut, dass man da sich die PlayStation 5 Pro anlegt, weil da denke ich, wird GTA am besten aussehen, aber da werde ich nochmal am Ende des Videos eingehen, und in diesem Video gibt es so ein kleines Unboxing und dann halt die Frage wird geklärt, wie es aussieht mit GTA 6. Ich würde sagen, bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos dabei, wenn euch die PlayStation 5 Pro interessiert. Und wenn ihr bis zum Ende nicht warten wollt und hier nur den Teil, wo es um GTA 6 geht, da blende ich euch jetzt mal hier ein, ab wann es um GTA 6 nochmal geht. Und dann starte ich jetzt erstmal mit dem Unboxing. So Leute, hier seht ihr den Karton. Von der PlayStation steht halt vorne einmal 4K 120 Hertz HDR. Dann halt PlayStation Pro. Ich werde jetzt mal hier die Rückseite euch einmal zeigen. Da haben wir hier nochmal ein paar Informationen zu den neuen technischen Daten. So, im Detail hier einmal nochmal die Verbesserung der neuen PlayStation 5 Pro. Da haben wir einmal das PSSR. Das sorgt für gestochene, schärfere Bilder dank irgendwie verbesserter KI-Auflösung. Ich weiß gar nicht, was dieses PSSR in ganz ausgeschrieben ist, weil das hier ist ja nur eine Abkürzung. Ich werde mal den ganzen Begriff hier einblenden, da der ein bisschen komplizierter ist. Dann haben wir einmal optimiertere Konsolenleistung. Dadurch sollen wir halt ein flüssigeres Gameplay haben und unterstützt halt 60 Hertz bis 120 Hertz. Und dann noch das erweiterte Ray Tracing. Das ist für Realismus auf höchstem Niveau mit dem Ray Tracing. Das ist halt für die Reflexion, Schatten- und Lichtverhältnisse. Das soll wohl ganz gut sein bei einigen Spielen. Aber es sind halt bis jetzt nur einige Spiele extra optimiert für die PlayStation 5 Pro. Da gibt es online, glaube ich, auf der PlayStation-Seite eine extra Liste. Auf jeden Fall habe ich da online gesehen, dass da die neuen Spider-Man-Spiele dabei sind und The Last of Us. Und halt noch einige mehr Spiele. Da müsst ihr da mal gucken, da werde ich euch das mal verlinken. Aber jetzt soll es mal weitergehen mit dem Unboxing. So, dann werde ich jetzt mal hier die PlayStation auspacken. Müsst ihr einfach hier mit einem Messer oder einer Schere das einfach aufmachen. Und dann ist der Karton auch schon auf. Drehen jetzt doch mal ein bisschen noch, dass ich da besser rankomme. Ja, hier als erstes weiß ich gar nicht, ob da direkt die Konsole ist. Das werden wir jetzt mal sehen. Nee, als erstes habt ihr hier halt das ganze Zubehör, die ganzen Kabel und halt den PlayStation DualSense Controller. Ist leider nur ein ganz normaler, also da gab es ja auch diesen Edge Controller, der ein bisschen besser ist. Der ist hier leider nicht dabei. Das wäre natürlich nochmal ganz cool, wenn er da auch dabei wäre. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Auch wenn der Preis so ja schon sehr hoch war. So, ich werde jetzt hier mal versuchen, die PlayStation da irgendwie rauszukriegen. Lass mal das hier aufmachen. Und da habt ihr auch schon das gute Stück. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, die da so rauszukriegen. Ich werde es mal versuchen. Ja, damit ist sie auch schon raus.
So, dann werde ich jetzt dann den Karton erstmal zur Seite tun und dann gucken wir uns die neue PlayStation 5 Pro erstmal genauer an. Werde ich, hier habt ihr auch nochmal Anleitungen dabei, aber die, denke ich, brauchen wir jetzt nicht. Sollte alles selbsterklärend sein, werde ich die mal hier befreien, so das Styropor weg und dann aus der Folie. So, dann werde ich die jetzt mal hier auspacken. So sieht sie eigentlich schon so aus, wie wir sie ja schon auf Bildern gesehen haben. Mit hier an den Seiten diesen drei Streifen und dem PlayStation-Symbol. Achso, sorry Leute, ich werde mal hier jetzt, wenn sie aus der Verpackung ist, euch die nochmal ein bisschen näher zeigen. An der Seite habt ihr also drei Streifen. Sollen zwar so Lüftungsschlitze sein, aber die sind halt einfach nur so als Deko. Oben rechts oder oben links, habt ihr halt noch das PlayStation-Symbol. Und dann habt ihr noch ein USB-C-Kabel auf USB-C und dann noch HDMI und halt auch ein Stromkabel. So, ich werde mal hier was auspacken. Das soll, glaube ich, irgendwie so ein Halter sein, dass man die PlayStation halt nochmal ein bisschen so quer hinstellen kann, hinpacken kann. So, das ist jetzt hier wieder der Controller. Den kennen wir jetzt aber schon. Ist jetzt halt nichts Besonderes. Auf jeden Fall, wenn ihr die Konsole horizontal hinstellen wollt, da gibt es leider keinen Halter dabei. Aber eigentlich könnt ihr die rein theoretisch einfach so hinstellen, wie ich es jetzt so euch gleich zeigen werde. Und hinten habt ihr halt noch ein paar Anschlüsse. Ich denke, soweit habt ihr alles gesehen. So, hier habt ihr mal einen kurzen Einblick. Ich habe die jetzt mal hier neben meine andere PlayStation 5 der normalen hingestellt. Habt ihr hier auch so einen kleinen Vergleich und seht, wie das LED leuchtet. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, finde ich. Auch mit diesen drei Streifen, das hat irgendwie was. Ich werde sie jetzt mal ein bisschen einrichten. So, ich werde jetzt hier mal die Konsole auch anmachen und euch einmal zeigen, wie, was als erstes kommt. Da kommt ja immer so eine kleine Sequenz. Ist jetzt wieder nicht so besonders, aber ich dachte, ich zeige euch das mal. So, dann wird sie hier gerade erkannt und geht auch schon an. Ja, das war doch hier eine ganz coole Einführung. Jetzt müsst ihr halt den Controller anschließen. Werde ich jetzt auch mal machen und den Controller dann einmal anmachen. So, jetzt beginnt die Einrichtung. Ich denke, das werde ich jetzt mal hier überspringen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. So Leute, aber bevor wir jetzt gleich zu dem Teil kommen, wie sehr sich die PlayStation 5 Pro lohnt und vor allen Dingen, wie das mit GTA 6 aussieht auf der PlayStation 5 Pro, werde ich jetzt mal hier nochmal die normale PlayStation 5 mit der anderen, also mit der neuen PlayStation 5 Pro vergleichen. Vor allen Dingen mit dem Start, also wie schnell geht die neue Konsole an, da ja die neue PlayStation 5 Pro eine 2 TB SSD verbaut hat und damit sollte sie schneller angehen in den Spielen, beziehungsweise beim Starten der Spiele sollte das zwar keinen Unterschied machen. Ich habe das mal eben verglichen und die PlayStation 5 Pro braucht so ungefähr 13 Sekunden, bis sie im Menü ist. Und ja, die ganz normale PlayStation 5 braucht 10 Sekunden länger, beziehungsweise so 25 Sekunden. Ich denke, das ist jetzt kein großer Unterschied. Damit kann man, denke ich, leben. Dann kommen wir jetzt mal zu der Frage, wie es mit GTA 6 auf der PlayStation 5 Pro aussehen wird. So, eine kurze Anmerkung, bevor wir jetzt zu GTA 6 kommen. Ich wollte euch jetzt hier eigentlich nochmal GTA 5 Gameplay von der PlayStation 5 Pro einblenden, aber die muss leider erstmal ein System-Software-Update machen und ich habe mich jetzt nochmal so ein bisschen informiert, da ich halt einfach gucken wollte, ob GTA 5 auf der PlayStation 5 Pro einfach besser läuft.
Aber so wie ich das sagen würde, wird es nicht unbedingt besser laufen, da GTA 5 halt jetzt nicht extra nochmal optimiert wurde für die PlayStation 5 Pro. Wenn das aber ein bisschen besser optimiert ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass GTA 5 auf der neuesten PlayStation 5 Pro bisschen flüssiger läuft. Mal sehen, ob da noch was kommt in Zukunft. Aber ich denke auch nicht unbedingt, da ja GTA 6 an den Start geht. Also nächstes Jahr im Oktober oder ungefähr so zur Herbstzeit soll das ja laut aktuellen Stand rauskommen. Eventuell verschiebt es sich noch. Aber erstmal könnt ihr davon ausgehen, dass das halt im Herbst rauskommt. So, wir können eigentlich sehr stark davon ausgehen, dass GTA 6 auf der PlayStation 5 Pro flüssiger und besser laufen wird. Also schneller und einfach mehr Details. Auch wenn das Spiel jetzt noch nicht draußen ist, kann man das soweit schon so sagen, da GTA 6 ja jetzt entwickelt wird. Und es ist ja klar, dass da eigentlich Rockstar Games das Spiel nochmal ein bisschen für die PlayStation 5 Pro optimieren wird. Gehe ich jetzt einfach davon aus. Wenn ich doch falsch liege, werden wir es ja sehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, eine PlayStation 5 Pro lohnt sich auf jeden Fall für GTA 6. Also wenn ihr GTA-Fans seid und euch GTA 6 eh holen werdet, dann würde ich euch sagen, holt euch ruhig eine PlayStation 5 Pro. Ich meine, es muss ja jetzt nicht direkt zum Release sein, da sie ja jetzt noch relativ teuer ist. Aber ihr könnt ja mal so ein bisschen warten, dann nächstes Jahr zu GTA 6 euch einfach eine holen. Aber eigentlich denke ich, habt ihr jetzt auch mit der normalen PlayStation erstmal ganz gute Karten. Und ja, würde ich euch jetzt auch nicht unbedingt direkt empfehlen, euch eine neue zu holen. Wenn ihr jetzt noch gar keine habt und ihr habt jetzt das nötige Geld und ihr braucht eigentlich viele Spiele, dann lohnt sich schon die PlayStation 5 Pro, da ihr da einfach 2 Terabyte habt. Aber sonst könnt ihr euch irgendwie jetzt zu Black Friday oder so eine PlayStation Slim für einen günstigen Preis holen. Damit habt ihr eigentlich auch erstmal ja ganz gute Karten und könnt damit ja die Spiele spielen, die halt jetzt so rausgekommen sind. Aber wenn ihr euch eh schon ein bisschen vorbereiten wollt für GTA 6, ist das ganz empfehlenswert, diese PlayStation 5 Pro, da ihr damit halt ja dieses Raytracing habt, was in GTA 6, denke ich, ganz gut aussehen wird. Da gibt es jetzt auch schon Unterschiede. Die optimierten PlayStation 5 Pro Spiele sehen auf jeden Fall besser aus. Und ich denke, GTA 6 wird auf jeden Fall auch optimiert. Aber jetzt seid ihr mal gefragt, schreibt mal eure Meinung zu der PlayStation 5 Pro in die Kommentare und vor allen Dingen zu der Thematik, wie es mit GTA 6 aussieht. Da werde ich eventuell die Tage auch nochmal ein Video machen, wie so der aktuelle Stand mit GTA 6 ist. Also bis jetzt ist halt immer noch der Release-Zeitraum so Herbst 2025. So, ich hoffe, euch hat das Unboxing zu der PlayStation 5 Pro gefallen und ich habe euch nicht zu viel darum geredet. Dann würde ich mir nochmal ein Like freuen. Wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA 6 verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch schon wieder raus. Ciao, Leute.